Wenn eine Schwangerschaft nicht eintritt, fragen sich viele Paare, ob sie eigentlich alles beim Sex richtig machen. Ob es zum Beispiel sinnvoll ist, nach dem Sex nochmal länger liegen zu bleiben oder das Becken hochzulagern. Oder auch, ob es bestimmte Stellungen gibt, die den Eintritt einer Schwangerschaft begünstigen. Da ist es wichtig zu wissen, dass das Ejakulat unmittelbar nach der Ejakulation erstmal gerinnt. Das heißt, es ist ganz zähflüssig. Das kann man selbst ganz einfach beobachten. Nach der Ejakulation ist das Ejakulat wie gelatinös und nach 10, 15, 20 Minuten erst beginnt sich das Ejakulat dann zu verflüssigen und wird ganz dünnflüssig. Und das hat den Sinn, dass unmittelbar nach der Ejakulation das Ejakulat erstmal in der Scheide verbleibt, sozusagen an der Scheidenwand am Gebärmutterhalskanal haften bleibt und dann die Samenzellen Gelegenheit haben, anzudocken an den Schleim des Gebärmutterhalskanales und sich in das innere Genitale zu retten, wo sie dann erstmal gut aufgehoben sind und die Eizelle befruchten können. Man geht deswegen davon aus, dass also das unmittelbare Verhalten nach dem Koitus nicht entscheidend ist darüber, ob man schwanger wird oder nicht, weil die Natur das schon so eingeplant hat durch die geschilderten Mechanismen, dass die Samenzellen an Ort und Stelle gelangen können. Es spricht sicher nichts dagegen, nach dem Koitus erst noch mal ein paar Minuten liegen zu bleiben. Systematisch gibt es aber keine Beobachtungen, dass man damit wirklich oder auch durch eine bestimmte Stellung nach dem Koitus oder beim Verkehr selbst die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft günstig beeinflussen kann. Wenn ihr immer die neuesten Videos sehen wollt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Kinderwunsch sehen wollt, dann klickt euch einfach durch die Playlist.